Moin Leute und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es um die erste Challenge im Meister Raid Schwur des Schülers aka Vow of the Disciple. Bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur wie jedes Video wieder informieren, dass ich einen Community Discord habe, wo sich Leute finden können, um in Destiny 2 Aktivitäten abzuschließen. Dort trefft ihr mich auch gelegentlich, wie ich aus der Community Leuten helfe, bei beispielsweise Grandmaster Nightfalls. Falls ihr noch nie GMs gerannt seid und Lust darauf habt, dann findet ihr mich auch auf Twitch unter dem Namen Elliknallt rein und dort biete ich gratis GM-Hilfe an, also schaut dort gerne vorbei. Im aktuellen Reset wurde die Meister-Variante des neuen Raids aktiviert, welcher sich auf 1590 Power befindet. Ihr solltet hier mindestens 1575 sein, um nicht komplett aufs Maul zu bekommen. Falls ihr dieses Level noch nicht habt, macht einfach ein paar Pinnacle-Aktivitäten und farmt ein bisschen XP und geht dann in den Raid. Angekommen im Raid spiele ich den Hunter mit dem Stasis-Build, was ich in einem der letzten Videos schon gezeigt habe, denn ihr braucht extrem viel Resilience, um hier zu überleben. Euer Build sollte also gezielt auf 100 Recovery und mindestens 50 Resilience ausgelegt sein. Mitnehmen solltet ihr unbedingt eine Gjallarhorn und den Granatwerfer von jetziger Season, explosive Natur und eine Handfeuerwaffe oder Impulsgewehr, um die Champions aufzuhalten. Bei der Rüstung spielt ihr das Exo Erneuerungsgriffe und wer hier nochmal mehr Infos braucht, dann schaut doch gerne mal in mein Video rein, wo ich das Bild vorgestellt habe. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr nun gespawnt seid, passiert eigentlich alles wie immer und ihr sammelt die einzelnen Dinger ein und ladet dann halt eben den Wagen auf, um vorwärts zu kommen. Also ich spare mir hier erstmal die Erklärung, hier ist nämlich gar nichts anders. Wenn ihr nun beim ersten Encounter angekommen seid, zieht ihr euch kurz eine Brust an, welche zweimal Raketenwerferreserven drauf hat. Dann nuckelt ihr am Banner, um 9 Schuss Gjallarhorn zu haben und switcht dann auf eure richtige Brust zurück. Ganz cooler Tipp, den ich bis vor kurzem auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Nun verteilt ihr euch im Raum wie immer und teilt euch in Teams auf. Einmal die Leute, die rennen und einmal die Leute, die clearen. Es gibt jetzt ein paar Unterschiede, die ihr bei der Meisterversion beachten müsst. Und zwar haben die fetteren Hohen ein Solarschild. Bei jeder großen Spawnwave kommt einer davon, der etwas hartnäckiger ist und da empfehle ich euch dringend, den mit einem Execute sofort zu töten, wenn ihr könnt, weil die echt nervig sind. Wenn das Läuferteam dann den besessenen Ritter töten will, muss es beachten, dass die auch ein Solarschild haben, das ist aber relativ egal, da jeder Gjallarhorn benutzen sollte. Wenn dann der Raum angesagt wird, muss der Läufer beim Betreten aufpassen, denn es spawnen Overload-Champions, wo ihr dann den richtigen, also Licht oder Dunkel, eben töten müsst. Das kann hart sein, deswegen nimmt am besten die Overload-Granate und die MP mit, um ihn schnell mit Gjallarhorn zu töten. Bei der Overload-Granate eben nur, wenn ihr ein Void-Build spielt. In der Zwischenzeit spawnen oben bei den Verteidigern wie gewohnt die dicken Champions, welche ihr langsam runterschießt, bis man sie exekutieren kann. Die Challenge hier ist, dass man jeden der großen Champions innerhalb von 5 Sekunden töten muss. Hier ist also viel Absprache angesagt, also redet nur so viel, wie es nötig ist, um es nicht noch verwirrender zu machen. Denkt daran, ihr habt 5 Sekunden, nachdem der erste gestorben ist, Zeit, um die anderen beiden zu töten. Also stresst euch da nicht zu sehr. Okay. Ihr müsst den jetzt so schnell wie möglich runterhauen, weil die hier... Ihr killt den, ihr killt den und dann sagt ihr Bescheid, ja? Ja, ist hell, der hat die gute Hälfte weg. Habt ihr? Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Ist diesen ready, shave den, shave den. Und go, 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 go. Amber? Love Plane Guardian. Danach geht ihr wie gewohnt an die richtige Säule und schießt die Symbole an, die vorher angesagt wurden. Das wiederholt ihr 3-mal und ihr habt die Phase geschafft und werdet diese Woche mit Meisterwaffen belohnt. So, das war's in diesem Fall auch schon mit dem Video. Wir sind derzeit auf dem guten Weg, die 1000 Abonnenten zu knacken. Also, wenn ihr Teil dieser absolut coolen und netten Community sein wollt, würde ich mich wirklich sehr über das Abo freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder halt eben im Stream wieder. Also, bis dahin. Bleibt gesund. Peace.